Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Gleich zu Beginn der neuen Wahlperiode beglücken uns die Kolleginnen und Kollegen der Linken mit dem bildungspolitischen Dauerbrenner der letzten 8 Jahre hier, der Forderung nach einer Aufhebung des sogenannten Kooperationsverbotes. Mein Dank dafür, das wird Sie sicher nicht überraschen, hält sich allerdings in Grenzen. Nicht nur deshalb, weil ich nach wie vor ein überzeugter Gegner eines solchen Schrittes bin, sondern weil ich auch nach Studium Ihres Antrages beim besten Willen nicht erkennen kann, warum wir das Grundgesetz an dieser Stelle ändern sollen. Sie führen einzig und allein an, dass die Länder nicht ausreichend in die Bildung investieren und der Bund noch mehr mitfinanzieren soll. Und offen bleiben für mich dabei 2 wesentliche Fragen. Erstens, an welcher Stelle sind die Länder durch die jetzige Grundgesetzregelung daran gehindert, mehr in Bildung zu investieren? Und zweitens, wie soll eine wie auch immer geartete Grundgesetzänderung dafür sorgen können, dass uns insgesamt mehr für die Bildung zur Verfügung steht? Zur ersten Frage, wo bitte hindert denn das Grundgesetz die Länder daran, Schulen zu sanieren, die Ganztagesbetreuung auszubauen, Kita-Plätze zu schaffen, die Hochschulen besser auszufinanzieren, mehr in die berufliche Bildung zu investieren oder die Digitalisierung voranzutreiben? An keiner Stelle, meine Damen und Herren. Und Frau Kollegin, und das, was angeblich verboten ist, Kooperation nämlich, das gibt es bereits heute. Sie alle wissen dies und Sie kennen die verschiedenen milliardenschweren Programme. Ich nenne sie nur beispielhaft. Die qualitätsoffensive Lehrerausbildung, 500 Millionen Euro. Die Bildungsketten, 550 Millionen Euro alleine im BMBF ohne BMAS. Kultur macht stark, 230 Millionen Euro. Das kommunale Bildungsmanagement, 170 Millionen Euro. Und vor allem und nicht zu vergessen, die zweimal 3,5 Milliarden Euro für die Bildungsinfrastruktur in finanzschwachen Kommunen. Hören Sie also bitte endlich auf mit diesem Gerede von Kooperationsverbot, meine Damen und Herren. Und zur zweiten Frage, bringt eine Grundgesetzänderung mehr Geld für Bildung? Klare Antwort, nein. Eine Änderung des Artikels 104 Grundgesetz bringt per se keinen einzigen zusätzlichen Euro. Und die von Ihnen beklagte Unterfinanzierung der deutschen Bildungssysteme beenden Sie mit einer Grundgesetzänderung gerade nicht. Und Frau Kollegin Beer von der FDP wird mir da sicher zustimmen, denn als damalige hessische Kultusministerin sagte sie zu diesem Thema, ich zitiere, die Argumente für eine Grundgesetzänderung bleiben auch bei der 100. Wiederholung falsch. Zitat Ende. Dem ist nichts hinzuzufügen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von der FDP. Lassen Sie uns daher bitte einmal die Fakten betrachten. Fakt ist, die Antragsteller wollen nicht etwa, wie es die Überschrift des Antrages vermuten lässt, mehr Bildungsausgaben seitens des Bundes, sondern sie wollen einzig und allein pauschal mehr Geld vom Bund für die Länder. Und Sie nennen ja auch gleich den Betrag, den Sie sich da vorstellen, Frau Kollegin, 34 Milliarden Euro. Und wozu? Um den Sanierungsstau an Deutschlands Schulen zu beenden. Ja, meine Damen und Herren, es ist eine Schande, wenn, wie jüngst in Berlin geschehen, Schulgebäude einstürzen, weil die Landesregierung nichts für den Erhalt der Gebäude tut. Ja, es ist eine Schande, wenn, wie in vielen Berliner Schulen, traurige Realität, Schultoiletten seit 30 Jahren nicht saniert werden. Dafür muss aber niemand, meine Damen und Herren, das Grundgesetz ändern. Es ist die unbedingte Pflicht einer verantwortungsbewussten Landesregierung, solche Missstände frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Anstatt hier also von Kooperationsverboten zu lamentieren, sollten die Damen und Herren Abgeordneten von der Linken ihren Genossen in Berlin, die hier die Verantwortung tragen, mal ins Gewissen reden und endlich eine vernünftige Schulpolitik einfordern, meine Damen und Herren. Fakt ist weiter, die Antragsteller behaupten, und ich unterstelle wieder besseren Wissens, die Länder seien nicht in der Lage, ausreichend Geld für Bildungsausgaben aufzubringen. Die Realität ist jedoch eine andere. Sie haben es ja gerade selber schon angedeutet. Zwar stimmt es, dass der Bund allein im letzten Jahr 5 Milliarden Euro an Haushaltsüberschüssen erwirtschaftet hat. Doch auch die Länder stehen glänzend da, und da widerspreche ich Ihnen nun. Sie konnten sich zeitgleich über Mehreinnahmen in Höhe von 9 Milliarden Euro freuen. Kollege und selbst Kaufmann, die Kommunen erzielten im vergangenen Jahr 5,4 Milliarden Euro an Haushaltsüberschüssen. Kollege Kaufmann, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Buhl-Bischoff? Herr Kollege, ist Ihnen bekannt, dass im Land Berlin in den kommenden Jahren 60 Grundschulen saniert werden? Punkt 1. Und Punkt 2, stimmen Sie der einfachen Logik zu, dass die von der Kreditanstalt bezifferten 34 Milliarden Euro nicht allein auf die rot-rot-grünen oder rot-grünen Länder zu reduzieren sind?
Im letzten Punkt stimme ich Ihnen natürlich überein. Es betrifft nicht nur rot-rot-grün regierte Länder, aber der Antrag stammt nun einmal von Ihnen. Und deshalb nehme ich Sie nun als Vertreterin der Linken für die von Ihnen regierten Länder in die Pflicht. Und schön, dass Berlin 60 Millionen Euro in 60 Schulen sanieren will, aber offensichtlich viel zu spät. Daran geht wohl auch kein Weg vorbei. Meine Damen und Herren, angesichts dieser Zahlen dürfte jedem klar werden, es braucht eigentlich gar nicht die zusätzlichen Mittel des Bundes für die Schulen im Land. Die Länder verfügen mittlerweile über ausreichend Mittel und jede Möglichkeit, dieses Geld auch in die Zukunft zu investieren, anstatt nach immer mehr Bundesmitteln zu rufen, meine Damen und Herren. Und mein Eindruck ist, dass die Antragsteller offenbar jegliches Maß verloren haben. 1,2 Milliarden Euro jährlich aus der BAföG-Finanzierung und die besagten 2x 3,5 Milliarden Euro mehr im Kommunalinvestitionsförderungsfonds bezeichnen Sie in Ihrem Antrag als Tropfen auf den heißen Stein. Und gar nicht erst erwähnt werden von Ihnen die 20,2 Milliarden Euro Hochschulpaktmittel im Zeitraum 2007 bis 2023 und die vielen anderen Programme, die ich vorher genannt habe. Fakt ist also, meine Damen und Herren, der Bund engagiert sich heute bereits in Sachen Bildung finanziell so umfassend wie nie zuvor und übrigens auch umfassender als vor 2006. Und noch einen Fakt erspare ich Ihnen auch nicht, Frau Kollegin. Der Deutsche Bundestag allein wird am Grundgesetz gar nichts ändern können. Denn für eine Änderung des Grundgesetzes ist bekanntermaßen auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat erforderlich. Zwar berichten Sie hier stolz, dass eine Reihe von Bundesländern die vollständige Aufhebung des Kooperationsverbotes fordert, verschweigen jedoch den ganz wesentlichen Aspekt, dass nur ganze 7 Länder, also nicht einmal die Hälfte und dazu eher die kleineren Bundesländer, diesen Vorstoß unterstützen wollen. Und da ich nun weiß, dass auch unsere Freunde von den Grünen, Kollege Gehring wird ja wahrscheinlich sprechen, mit einer Grundgesetzänderung liebäugeln, zitiere ich zu diesem Thema gerne auch stellvertretend den Regierungschef von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, der sagte zu diesem Thema, zu dieser Revolution wird es nicht kommen, meine Damen und Herren. Und zumindest als zu Zeiten, als Frau Beer, wieder an die Adresse der FDP gerichtet, als Ministerin in Hessen noch Bildungspolitik zu verantworten hatte, sah das im Übrigen auch die FDP so. Ich zitiere noch einmal Frau Beer, niemand ist dagegen, dass in irgendeiner Weise kooperiert wird. Nur eines ist klar, nach dem Grundgesetz haben die Länder die Hoheit im Bereich der Schulpolitik. Und dementsprechend wollen wir uns weder von anderen Ländern noch vom Bund hier hineinregieren lassen. Zitat Ende. Lassen Sie uns also lieber nach vorne blicken und wahren, richtigen bildungspolitischen Gestaltungswillen zeigen. Führen wir nicht länger Scheindebatten über angebliche Kooperationsverbote, sondern schnüren wir ein Zukunftspaket für beste Bildung. Die Unionsparteien haben genau das vor, meine Damen und Herren. Unser Grundgesetz gibt uns bereits heute ausreichend Spielraum, um in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen für gleichwertige Lebensverhältnisse im Bildungsbereich zu sorgen, ohne die Kultushoheit und damit auch die Eigenstaatlichkeit der Länder auszuhöhlen. Ja, wir haben eine gesamtstaatliche Verantwortung, aber auch das möchte ich an dieser Stelle sagen, das Bundesverfassungsgericht setzt uns angesichts der Ewigkeitsgarantie in Artikel 79 Absatz 3 hier sehr enge Grenzen. Bessere Rahmenbedingungen für optimale Lehr- und Lernbedingungen wollen wir ohne eine erneute Grundgesetzänderung schaffen. Wir werden einen Digitalpakt Schule auf den Weg bringen. Wir werden qualitativ hochwertige Ganztagesangebote schaffen und wir werden, und das liegt mir persönlich sehr am Herzen, endlich dafür sorgen, dass die Bildungsabschlüsse in ganz Deutschland aufgrund einheitlicher Bildungsstandards vergleichbar und gegenseitig anerkannt werden und so Schulwechsel zwischen zwei Bundesländern erleichtert werden. Das erwarten die Eltern und die Schülerinnen und Schüler zu Recht von uns und das müssen und das werden wir gemeinsam mit den Ländern angehen. Um die Sanierung ihrer Schultoiletten aber müssen und sollen sich die Länder bitte weiterhin selbst kümmern. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass ich jetzt die Rechte des Kollegen Schimpanski wahrnehme. Danke schön. Das Wort hat Dr. Ernst-Dieter Rossmann für die SPD-Fraktion.